Im Regelfall gilt, dass je komplexer die Dienstleistung oder die Softwareprodukte und Lösungen sind, desto komplexer ist in der Regel auch der Use Case des Kunden bzw. das Problem des Kunden und desto mehr lohnt sich Telefonakquise versus Online-Marketing. Ja. Warum? Weil du eben im Online-Marketing nur begrenzt, ja, in so einer Werbeanzeige oder Google AdWords ist wahrscheinlich noch beschränkter, nur sehr begrenzt komplexe Lösungen vorstellen kannst. Es gibt natürlich die Ausnahme von YouTube, weil du dort nämlich unbegrenzt theoretisch ein unbegrenzt langes Video als Werbe-Ad verwenden kannst. Die Frage ist nur, wie sehr kannst du deine Werbe-Ads pauschalisieren, wenn du sehr viele individuelle Probleme hast, also Kunden mit individuellen Problemen, die individuelle Problemlösungen verlangen. Und diesen Bereich gibt es nun mal. Und diesen Bereich decke ich häufig in meiner Dienstleistung kombiniert Telefonakquise und Online-Marketing für meine Kunden ab. Und jeder, der rausgeht und sagt, jeder Marketer, jeder Vertriebler, der rausgeht und sagt, diese eine Methode funktioniert grundsätzlich immer für diese Lösung oder Zielgruppe, der ist meiner Meinung nach nicht so ganz realistisch, denn es ist einfach bei komplexen Lösungen und komplexen Produkten und komplexen Problemen keine wirklich einheitliche, standardisierbare Marketingmethode möglich. Ja? Und deswegen sind die ersten ein bis drei Verkaufsgespräche oder Sondierungsgespräche in diesem komplexen High-End-IT-Markt auch immer nur letztendlich mit Zuhören, ja, verbunden. Das heißt, die 80-20-Regel, du stellst 80% der Zeit Fragen und hörst 80% der Zeit zu. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das eben so macht und dass man es eben auch als solches versteht. Und es ist eher schwierig in Online-Marketing abzubilden. Es gibt natürlich immer Überschneidungen, das heißt, es macht durchaus immer wieder mal Sinn, Online-Marketing mit einzubinden, aber man muss sich eben dort individuell jeden einzelnen Case wirklich anschauen und es ist einfach sehr wenig standardisierbar. Wenn du jetzt also auch zu denjenigen gehörst, die komplexe Produkte anbieten, komplexe Softwarelösungen und deren Zielgruppe auch komplexe Problemstellungen haben, dann bin ich gerne bereit, dir 10, 15 Minuten in einem kostenlosen Strategiegespräch herauszufinden. Hallo! Hi! Wartest du auf deinen Papa? Was? Ah, Jenny, okay. Die ist noch in der... Okay. Dann wart nur schon auf deine Mama. Ja. Mach die Tür wieder zu, damit es nicht kalt wird, gell? Ciao. Okay. Ja, genau. Und dann trag dich einfach ein auf den... aufs kostenlose Strategiegespräch. Bis dann, ciao, dein Thomas Klein.